Recht herzlich willkommen zur 33. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, Rakete steht an der Startrampe. Ich glaube, ich gehe da auch mal rein, ne? Ja. Ja, da gehen wir hin. Fly, passt. Ja, der... Ich hatte noch eine Nachricht bekommen vom Super Volvo BM, der mir gesagt hat, dass die Rakete eigentlich ganz gut aussieht. Nur bei der Höhe könnte es sein, dass sie unterwegs vielleicht zusammenbricht. Die Stages besser mehr Richtung nebeneinander wie übereinander, meinte er. Okay, ich weiß es jetzt nicht. Wenn ich Glück habe, funktioniert es, hat er gesagt. Und dann wollen wir das Glück doch mal herausfordern. Wir wollten ja jetzt von hier aus starten und gucken, dass wir den Orbit irgendwie hinkriegen. Ja, wird schwer genug werden. Gucken wir mal, ne? Ich weiß auch nicht mehr alle Tipps jetzt, aber ich werde es mal probieren, ne, dass wir da hochkommen. So, nicht so viel Schub hat er mir geschrieben. Das war aber, wenn ich zwei andere diese langen Zusatzbooster dran mache. Da sollte ich im Baumenü nicht 100% Schub dann anwenden. Ja, kurz mal checken, was wo noch sitzt hier, bevor ich da was Falsches habe. Das passt. Das sprengt dann ab, dann der an und ab, genau, und da an und ab, genau, das passt alles. Schub habe ich jetzt hier ein bisschen weniger, lassen wir mal so, glaube, und dann gehen wir mal los. Und zwar, nee, machen wir erst noch die Karte hier, dass wir da richtig hinkommen. So. So, dann sehen wir da ein bisschen besser aus. Gut, aber trotz alledem würde ich dann sagen, 3, 2, 1, go! So, bin ich gespannt. Oh, ich sehe schon. SAS nicht an, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Na, guck, die fängt sich aber noch. Sieht sogar relativ gut dafür aus, ne? Zusatzraketen sind gleich alle. Dann können die weg. Haben wir echt Glück gehabt, dass die jetzt nicht hier so extrem ins Trudeln kommen, ne? Ich glaube, wir müssen mal schnell ein bisschen mehr Speed haben. Sonst steigen wir gleich nicht mehr, ne? 20.000 Meter. Ja, der Tank ist auch gleich leer. 30.000. Aber wir haben ja noch zwei Stufen, dann sollte es ja eigentlich noch funktionieren, ne? So, machen wir hier rein. 50.000. Ich glaube, wenn wir jetzt hier so rüber gehen, ist das vielleicht gar nicht verkehrt, ne, oder? Ah, das ist schon super verkehrt. In dem Sinne, wir können nämlich schon waagerecht gehen, weil wir schon den Orbit probieren können. Okay. So, Nummer M. Oh, ich glaube, wir machen mal ein bisschen weniger. Das geht mir alles zu schnell hier. Ich glaube, wir machen mal ganz weniger. Lass uns erstmal fliegen da. Gut, da sind wir. 126 ist nicht gerade wenig, ne? Und der... KF Super war das, glaube, der mir das gesagt hat, ne? Oder wer war das? Nee, KF Super hieß der, glaube nicht. Das war beim anderen Ding. Der Lyro war das, der mir gesagt hatte, dass ich erst bei der Apoapsis was machen soll mit dem Dingens, damit ich nicht so viel Energie zum Auftrieb hier habe, ne? Ja, aber sieht so aus, als ob ich gleich den Punkt schaffen werde hier. Wie sieht's denn mit unseren... Oh, da haben wir ja noch genug, ne, oder? Sollte funktionieren. Ist das hier? Ach, der Mond im Hintergrund, alles klar. Lass mal gerade ein bisschen schneller. So, dann kommen wir an die Apoapsis ran und dann fallen wir eigentlich wieder Richtung Körben und dann soll es besser sein mit Schub geben. Bin ich gespannt. Müssen wir da nochmal kontrollieren, den... Ah, ich kann den Graviball ja auch, ne? Hier anmachen, ne? Geht ja auch. In der Karte. So, und dann
wieder Schub machen, ne? Dann sollte sich ja hier noch was tun, oder? Angeblich besser wie woanders. Und? Wo erscheint die Periapsis? Da hinten. So, jetzt müssen wir gerade erst gucken. Oh, wir haben nicht mehr ganz viel Schub, ne? Wahrscheinlich bleibt sie dann immer oben, wenn, ne? Wo ist sie jetzt? Da unten. Gut, das schaffen wir aber auch wieder runter, wenn. Jetzt müssten wir eigentlich den Orbit schaffen. Ist doch cool, oder? Orbit Kerbin, Archiv Gold. Schon da. Guck mal, wir brauchen noch nicht mehr rumfliegen, wir brauchen nur die Flugbahn schaffen. Oder wie sehe ich das? Interessant. Aber wenn wir da sind, dann wollen wir da auch rum, oder? Machen wir aber einen Kurzflug, oder? Einmal schnell rum. Na, jetzt müssen wir mal rauszoomen, glaube ich, oder? Geht das? Wir verschwinden hinten rum. Gut. Schön, ne? So, wenn wir bei der Apoapsis sind, müssten wir entgegengesetzt unserer Flugbahn einmal, sag schon, Schub geben, dann müssten wir wieder die Periapsis verlassen können, ne? So, und das war, glaube, der Punkt. Wofür ist er hier eigentlich? Keine Ahnung. Da, ne? Wenn wir da jetzt Schub geben, dann sollte die Periapsis wieder weniger werden. Einmal gerade hier geguckt, ist dem so, weiß ich nicht. Dann müssten wir den Planeten ja gleich irgendwo vor uns haben. Ich sehe Kerbin gar nicht mehr, auch schön. Wo ist Kerbin da? Gut. Ja, wenn dem so ist, dann müssten wir jetzt der Karte mal gerade gucken, dass wir hier die Periapsis sehen und genau so ist es. Machen wir hier, weil da die optimale Reduzierung, glaube ich, ist, ne? Oder wie war das? Ich hoffe nur, dass unser Tank dafür noch ausreicht, aber das sieht eigentlich gut aus. Gut. Kleines Stück vor. Lass mal da hinkommen, wo die Apoapsis ist. So. Dann nochmal ausrichten. Und dann können wir Gas geben und sollten eigentlich gleich wieder in die Atmosphäre einschwenken können. Es wäre noch schön zu sehen. Na, da ist überall Land in Sicht, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Aber was wir auf jeden Fall noch machen sollen, das ist hier mal gerade gucken, ob da noch irgendwas. Gibt es noch nicht mal Informationen von hier oben? Das ist ja nicht wahr, oder? Aber er könnte ja gerade mal einmal hier. Ach so, Cryat da oben. Ja, super. Jetzt habe ich das wieder, ne? Jetzt komme ich nie wieder zurück. Oh, das war mein Schub, glaube. Also, es geht. Ach, guck mal, da kann man so hier RCS angucken und so weiter. Cool, oder? Der Ball da, der geht auch. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich wieder in meine Ansicht komme, ne? Auch schön, ne? Naja. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
So, jetzt hier raus wiederkommen. Irgendwie. Gleich habe ich die Taste Abort oder sowas erwischt, ne? Hatte ich das nicht schon mal geguckt, welche Taste das ist? Okay. Läuft noch alles gut, so ist nicht, aber ich müsste irgendwie mal die Ansicht wieder... Flight Results können wir jetzt schon angucken, auch schön, ne? Hat keinen Sinn. Ich muss in den Einstellungen nachgucken, wenn ich es denn dann hier finde überhaupt, ne? Geht gar nicht hier. Ich sehe hier gar keine Einstellung von dem Kerbin. Links, rechts rollen, das ist mir klar. Ah. Ich habe es gefunden, aber ich weiß nicht, wo es war. C ist es, alles klar. Gut, okay. Damit sind wir da auch schon weiter. Jetzt habe ich wahrscheinlich meine Rakete so hin und her gemacht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Auf jeden Fall lassen wir das Teil mal hier. Ich, würde sagen, wir drehen uns mal in Richtung... So fliegen wir vorwärts. Ne, dann wäre es da besser. Das Hitzeschild voran, ne? So, haben wir hier jetzt noch einen Statusbericht in irgendeiner Form? Nein. Das ist schade, ne? Wir sind noch ziemlich hoch. Ich sag mal, wir fliegen weiter vor. Da kommen wir sogar noch weiter vor. Und dann stürzen wir gleich ins Wasser. Will ich hoffen. Das ist eine schöne Landung. Ja. Wo ist jetzt der Hintern? Da. Können wir jetzt nochmal einen Statusbericht machen? Nein. Schade drum, ne? RCD ist auch, RCS ist auch angewiesen. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt geht's hinunter. Statusbericht. Nichts möglich zurzeit. Das Hitzeschild ist ja hier drunter, ne? Oder? Will der hoffen. Machen wir mal schneller. Wir tauchen langsam ein, das ist ja auch gut, ne? 52. So, jetzt fängt die Bremswirkung dann an. Und wir haben natürlich eine Geschwindigkeit, die ist schon krass, ne? Na, soll aber alles funktionieren, denke ich mal, oder? Können wir jetzt irgendwie einen Statusbericht machen, weil es da gerade warm in der Kabine ist oder so? Ne, sieht wohl nicht so aus. Hätte ich jetzt mit gerechnet, ne? Ja. Oh, das glüht ganz schön, ne? Heiße Füße gibt's da, oder? Und ich läuft da nie was falsch. Bremst ja, ne, oder? Ja. Boah, ist ja echt krass, oder? Ne, so, so, ne, so. So, da sieht man schon, wie rot das Ganze ist, ne? Da hinten ist die Sonne, die sieht genauso aus.
Okay. Ja. Ich will hoffen, dass da nichts passiert. Ja. Höhe 30.000 Meter noch. War das sonst auch immer so? Ich glaube, das liegt daran, dass wir im Orbit waren, ne? Und das Ding schaukelt ganz schön, wie man so hier sieht, ne? Das ist ja schon cool gemacht. 26.000 Meter, wir haben eine Geschwindigkeit, die ist die wahre Wonne. Aber wir kommen jetzt irgendwie in Atmosphären, die uns mehr bremsen, wie man gerade sieht, ne? Das ist ja vielleicht auch besser so, ne? Okay. Mhm. Sieht gut aus. Wir werden langsamer auf jeden Fall. 1000. Höhe 15.000 Meter. Jetzt bremst er aber richtig gut ab. Okay. Die Hitze ist weg. Ich glaube, das können wir überlebt haben, ne? Hier ist auf jeden Fall Hochland, ne, oder? So. Ich glaube, jetzt können wir den Schirm rauslassen. Ich weiß nicht, wie hoch sie wirklich ist. Aber von der Geschwindigkeit her hält der Schirm das aus. So, jetzt hätte ich gerne noch geguckt, ob wir... Ne, können wir auch nicht. So, jetzt hängen wir am Schirm. Und kommen senkrecht da auf. Höhe scheint mehr hier zu sein, weil er jetzt schon aufgeht. Ah, 2000 Meter oder sowas sind das hier. Nicht ganz, aber Hochgebirge. Ein Plateau oder sowas ist das hier. Aus wie ein Krater, ne? Okay, aber unser Versuch war auf jeden Fall erfolgreich und das ist schon mal das Wichtigste. Ne? Landung steht kurz bevor. Warum nicht kullern wir nicht den Berg runter? Weil ich glaube, das geht gar nicht. Aber wissen tue ich das auch nicht. Da geht noch nichts. Geht jetzt was? Nö. Gut. Okay. Jetzt können wir das Gerät bergen und dann schauen, was bei rumgekommen ist. Loading. Oh, das sind aber reichlich Punkte geworden, ne? Wir haben irgendwas bei 43,9 oder sowas gehabt. Das sind 22 dann mehr. 10 Punkte gab es hier. Und irgendwo sind die anderen noch weg, ne? Das ist alles prima. Oh, er hat Erfahrung gekriegt oder nicht? Jetzt verstehe ich jetzt nicht so ganz. Zweimal gained advanced level 1. Okay. Schön. Gut. Haben wir das geschafft. Ja. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Runde erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.